It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Russo and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Russo and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we've fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him at Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolf's den. See you there. One more checkpoint. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, your cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. Chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. I remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Guten Abend. Ich komme gerade aus Berlin. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Es gibt eins, die Straße entlang, wo alle Offiziere wohnen. Es ist eines der besseren Hotels in der Stadt. In der Tat. Unsicher. Die Franzosen, die dort arbeiten, wissen, was ich gehört. Ich wohne schon seit ein paar Wochen da und hatte noch keinerlei Probleme.
Ausgezeichnet. Ich hatte befürchtet, es wäre schwierig, eine sichere Bleibe zu finden. Ja, leider machen die Zivilisten uns mehr Ärger, als wir erwartet haben. Wer hätte gedacht, dass die französischen Bauern hartnäckiger sind als ihre Soldaten? Mit der Zeit werden wir die Pariser schon klein kriegen. Ihr könnt mir gerade ausbilden. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Es gibt eins, die Straße entlang, wo alle Offiziere wohnen. Es ist eines der besseren Hotels in der Stadt. In der Tat. Unsicher. Die Franzosen, die dort arbeiten, wissen, was ich gehört. Ich wohne schon seit ein paar Wochen da und hatte noch keinerlei Probleme. Ausgesagt. Ich hatte befürchtet, es wäre schwierig, eine sichere Bleibe zu finden. Ja. Leider machen die Zivilisten uns mehr Ärger, als wir erwartet haben. Wer hätte gedacht, dass die französischen Bauern hartnäckiger sind als ihre Soldaten? Mit der Zeit werden wir die Pariser schon klein kriegen. Bis dahin müssen wir Deutschen aufeinander achten. Wenn sie beide die Augen auf die französische Widerstand auf einem Zwischenstand verstärkt. Muss man sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Weile der Erste, oder? Ja, er meint, dass er täglich schreiben würde, aber ich habe... So, bist du sie schon mal gesehen? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Nehmen Sie so viele Gefangene wie möglich. Verstanden. Wir schnappen sicher genug, um unsere Befrager beizubringen. Ich bringe Sie gerne zu Ihrem Leben. Kommen Sie mit mir. Weißt du, was sie hier will? Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Was macht sie hier? Man kann über Paris sagen, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Ich kann das französische Essen nicht mehr sehen. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Nein, ich habe Oberführer Dressler nicht gesehen. Ich versuche, den Eingang zum Keller zu finden. Ich muss Oberst Fischer sprechen. Normalerweise könnten Sie jedes der Treppenhäuser nehmen. Aber der Keller ist zurzeit für Hilfskräfte gesperrt. Vielen Dank. Gern geschehen. Gerade rechtzeitig für die Besprechung. Krüger waren letzte Nacht auf Patrouille. Muss ja neu sein. Das kann nicht stimmen. Mal heute Nacht. Kommen Sie ja, mit wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Na ja, dann warten wir einfach mal. Kennst du sie? Ja, ja. Nein, ich habe Oberführer Dressler nicht gesehen. Lass ihn mal sehen hier. Das war gestern, ja, habe ich gehört. Ja, die Akte muss unbedingt weitergereicht werden. Ja. Machen Sie an. Ja, doch. Ah, sehr gut. Ich freue mich. Ja, ja, genau. Hast du sie schon mal gesehen? So, das war der. Zeig mal. Ach, haben Sie? Ja, ich will mal sehen hier. Ob du gut kommst? Ja, du kannst. Jetzt. Haben Sie die mitgebracht? Ja, ich habe die Namen dabei. Kommen Sie mit mir. Von dem sogenannten Bier wollen wir erst gar nicht reden. Ich weiß, Ihr Bier ist so schwach. Wer ist diese Frau? Sie sollten umgehen, wie Sie berichten. Sie wollten das.
ist seit einer ganzen Weile der Erste. Ja. Sie müssen ja los. Wo ist der Stadt? Naja, dann warten wir. Verstanden. Wir schnappen sicher genug, um unser. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Der Balkon ist zurzeit. Stopp! Ich sagte doch, der Balkon ist gesperrt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Wollen wir nicht mal beim Essen? Ich habe sie hier bei mir. Was haben Sie in der Aktentasche? Ich habe Reisedokumente dabei. Kommen Sie mit mir. Alles in Ordnung. Gehen Sie weiter. Kennst du sie? Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Weißt du, was ich hier will? Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun?
Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht, Fräulein Schneider. And now, if you will indulge me. Perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Kommander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God! I will miss the cuisine. Take the ortolan. That tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Rousseau! For my comrades!
my son. This is for me. Vive la résistance. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fällt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor! Was soll die Aufregung? Ein Bericht irgendwo finden. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Nehmen Sie so viele Gefangene wie möglich. Der faschistische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Da! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Thank you. I'll be here if you run into trouble. Just one more.
Wer ist da draußen? Zu weit! Thought you could use a hand. Nice work. Let's head to the south gate and grab the last charge. Nice work! Let's head to the south gate and blow out the last charge! Team Daniels. Something's wrong. We should go now. Now hold your fire till the door opens. Get ready. Alright. Go, fellas. Can't hold that garrison without us. Better hurry. Guys won't go down without a fight. Come on! Stay low! Unite, we see our FTP!
got ammo for you, Private! Could use some ammo, sir! Here, Daniels! This way! Rally! The garrison's almost clear. It's not over yet. The Germans will mount a counterattack soon. We need to set up our defenses. Follow me. Jerry's still inside. We have to take him out. Auf die Türen achten! Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. Ich kann nicht sehen! Thank you.
Daniels, Zussman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. Down! Down! Daniel, secure the enemy! Room clear! First aid kit, Daniel. Set up defenses! Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. Toss it out a grenade! The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. Nice shot. MGs, open fire! Keep them off that bridge! Got your first aid kit! Flamethrower in front! Take out that flamethrower! Building across the Seine. We have to win! First aid kit ready when you are! They're getting too close! Enemies in front, use your Molotovs! Grenade out! Grenade out! Molotov cocktails! Panther Shrek! Grenade! Grenade out! Pearson up there. Liberté pour toujours! Paris est libéré!
pas terminé. Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate, eh, Crowley? There's no turning back. France has reclaimed Paris. Well, this ain't exactly over yet. The war's not done. Now, come on, Pearson, let them have this. That's what Turner's for.